Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part der HSV-Karriere. Heute spielen wir gegen ganz schön gute Gegner, so sieht's jedenfalls aus. Schalke, Olympiakos, Gladbach, Wolfsburg und Bayern sind alle auf dem Terminplan in kürzester Reihenfolge. Ob ich die alle spielen werde, weiß ich noch nicht, gehe ich aber von aus eigentlich. Gegen Schalke mache ich jetzt die Aufstellung, let's go! So fangen wir an gegen Schalke. Van Drongelen mal für Jung in der Partie, der ist ein bisschen erschöpft und ich würde sagen, los geht's. So, wir empfangen den FC Schalke 04, gegen die haben wir schon mal ganz schön hoch gewonnen hier, mal sehen, ob wir das wieder schaffen können. Los geht's! Stendera! 14. Minute, 1:0, Max Stendera, der letzte Saison so oft getroffen hat und jetzt macht er auch mal wieder ein Tor. Der hat ja 90 Abschluss, also das ist schon relativ stark, was der teilweise drauf hat. Vor allem was Fernschüsse angeht, auch wenn das jetzt nicht aus der unglaublichen Entfernung war. Aber der kann schon einiges. Das gucken wir uns so nicht an, egal. Zweiter Treffer schon von ihm. Oh, das wusste ich nicht genau. Max Stendera bringt uns gegen Schalke hier früh in Führung mit der ersten richtigen Gelegenheit, die wir bisher hatten. Narei. Stöger. Son. Stöger. Oh, ich wollte es zu gut spielen, aber es gibt Freistoß. Warum das denn? Hä? Da wollte ich hin eigentlich zu Tatsuya Ito. Der sieht Son und der macht das 2:0, 30. Minute, Heung-min Son erhöht auf 2:0. Da hatte ich selber nicht mit gerechnet, dass der jetzt reingeht. Ich wusste nämlich gar nicht so richtig, wohin mit dem Ball, mit Ito. Bei Flanken kannst du ohne einen Lasogger nicht so richtig. Auch wenn die Flanken, wenn Lasogger denn drin ist, nie auf Lasogger kommen. Beziehungsweise sehr, sehr selten. Aber dann spielt das Son an und Fährmann sieht ganz, ganz schlecht aus. Letzte Saison hat ja Nübel gespielt gegen uns und hat richtig stark gehalten. Jetzt haben sie sich für Fährmann entschieden und das sah nicht ganz so gut aus. Holtby. Das wollte ich so nicht, aber alles gut. Stöger. Wang. Hechan. Wang. Und Fährmann mit einer starken Parade. Ja, da habe ich ihn gerade wohl ein bisschen provoziert. Den muss man erstmal so rausholen mit dem Fuß. Richtig stark. Gut von Wang. Holtby. Stendera. Lasone Benes. Wang. Gute Flanke auf Son. Und Fährmann pariert ihn gut. Bentaleb. Macht das gut. Verliert aber den Ball an dem aufmerksamen Stendera. Gut gespielt bisher. Benes auf Lasogga. Der setzt sich durch. Pierre-Michel Lasogga 3:0. Ein Kampfakt von Lasogga da, wie er den irgendwie reinkriegt. Richtig stark gemacht. Gerade eingewechselt, erste Aktion. Stellt sich da richtig gut in die Lücke rein. Ich habe das erst ein bisschen später erkannt, aber er war die ganze Zeit da, wo er standen musste. Und dann setzt er sich gut gegen den Verteidiger durch und schließt auch noch gut ab, sodass Fährmann nicht abwehren kann. 3:0, Pierre-Michel Lasogga. Er scheint momentan ein echt guter Joker zu sein. Erster Treffer von ihm in der Liga. Aber in der Europa League hat er, glaube ich, auch schon getroffen. Ja, doch, hat er. Lasogga. Kurac. Lasogga. Und diesmal ist Fährmann da. Hätte ich vielleicht irgendwie querlegen sollen, besser. Aber ist ja auch egal. Guter Versuch. Und schöner Angriff. Ecke. Holtby. In der Mitte ist wieder Lasogga, der es scheinbar wissen will. Jede Aktion von ihm bisher gefährlich gewesen. Ja, wir versuchen mal wieder was Verrücktes. Lasogga! Boah, klasse Parade von Fährmann. Der größte Unterschied zwischen Fährmann und Ito. Ja, er erwischt ihn auch nicht voll, Lasogga, aber ist trotzdem eine Riesenparade von Ralf Fährmann. Ito. Ah, einer zu viel. Scheiße. Ecke. Wenigstens etwas. Kommt nicht so gut, aber Fischer ist da. Ich wollte sie eigentlich auf Lasogga bringen. 4:0. Durch Dennis Fischer. Wie gesagt, eigentlich war es geplant, dass Lasogga angeflankt wird. Aber dann ist Fischer halt auch da. Der Verteidiger extrem
kopfballstark und extrem torgefährlich ist in letzter Zeit. Schon dritter Saisontreffer eigentlich, oder? Oder war das letzte Saison gegen Bremen? Ne, das war letzte Saison gegen Bremen, meine ich. Egal. Aber sehr, sehr starker Kopfball. 4:0, Schalke hat scheinbar den Glauben aufgegeben. Oh, der ist gut. Aber nicht gut genug zum Glück. Fischer. Filigran. Und das war's. Wir gewinnen mit 4:0 gegen Schalke 04. Sind momentan ja, fast das Maß aller Dinge in der Liga. Wäre Bayern da nicht. Mal gucken, wie die gespielt haben. Das interessiert mich. Informkarte kann ich tatsächlich noch gar nicht sagen. Mir ist keiner so extrem aufgefallen. Das war wieder eine Teamwork-Leistung. Vielleicht Holtby, der wird hier direkt empfohlen mit 2 Vorlagen. Ja komm, Luis Holtby kriegt mal wieder eine Inform. Hat er lange nicht gehabt. So starten wir rein gegen Piraeus. Zukowski hat gefragt, ob er spielen kann. Deswegen spielt er. Und Porat auf rechts außen, weil ja, nachher gefällt mir leider immer noch nicht so dolle. Aber mal gucken, let's go gegen Piraeus. So, Europa League Spieltag Nummer 3 in Piraeus. Hier ist normalerweise in echt, glaube ich, immer die Hölle los im Stadion. Das sind, glaube ich, richtig geile Fans, beziehungsweise richtig laute Fans. Geil ist ja relativ. Die Choreo sieht allerdings richtig beschissen aus. Danke FIFA dafür. Okay, nein. Aber wir wollen natürlich hier die nächsten 3 Punkte einsacken, sind momentan an der Tabellenspitze, glaube ich, mit 4 Punkten. Ne, zeigen sie nicht nochmal, das hier ist die Aufstellung von Olympiakos. Ich kenne Fetfazidis und Fortunis. Guilherme und Kamera sagen mir auch was. Wenn das der Miranda ist, den ich kenne, sagt der mir auch was. Aber glaub, obwohl, der hat die 25 auch immer in echt, oder? Könnte doch sein. Das will ich jetzt wissen. Bevor es losgeht, müssen wir das wissen. Okay, ist er nicht. Son erobert ihn. Spielt auf Hechan Wang. Der sieht im Rückraum Zukowski. Der sieht nochmal Porat. Find Porat. Kann immer noch nicht abschließen. Der Gute. Ito. Kriegt den Ball nochmal wieder. Tatsuya Ito. Macht das richtig stark. Tatsuya Ito in der Mitte wäre Wang gewesen. Schade. Das war mal eine richtig starke Aktion von Ito. Der einfach ein Dribbelmonster ist inzwischen. Unglaublich. Den Move hier liebe ich übrigens. Den würde ich gerne öfter machen. Guck mal, wie das die Gegner verarscht auch. Son. Gut für Ito. Ito sieht in der Mitte Wang und den muss der reinmachen. Nächste Riesenchance. Sechan Wang. Aber auf dem linken, aber trotzdem muss der rein. Steht völlig blank. Hätte ich den nicht so hart gespielt, hätte er sogar noch Zeit gehabt, den Ball anzunehmen, aber so verschießt er ihn. Und der Piraeus Innenverteidiger hat absolut Stress. Zukowski. Ito beendet mal eben wieder Karrieren. Sieht Son in der Mitte. 1:0. Heung-min Son. 22. Minute, großer Anteil von diesem Tor geht an Hechan Wang. Nicht an Tatsuya Ito, ich komme mit den Namen durcheinander, weil die alle treffen und gut sind. Richtig stark, beendet mal eben die Karriere von dem Verteidiger, da kommt keiner mehr daher. Dann legt er ihn in die Mitte und Son natürlich ohne Abschlussschwierigkeiten mit dem linken Fuß. Tunnelt sogar noch den Verteidiger. Sit down, Mofoko. Irgendwann Son, zweiter Treffer von ihm. In der Europa League. Ito. Zukowski. Simon Zukowski. 2:0. Der hat sich gerade angeboten, ob er spielen darf. Ich habe gedacht, ich lasse ihn spielen und dann macht er das Tor. 2:0 gegen Olympiakos Piraeus. Durch den sonst so ungefährlichen Simon Zukowski. Richtig stark gemacht. Lässt da relativ viele stehen. Setzt sich gut durch. Und schließt ihn auch gut ab. Keine Chance für den Torwart. Der wieder reindabbt. Wer kennt's nicht? Simon Zukowski. Erstes Tor natürlich in der Europa League. Porat. Stöger. Macht das richtig gut. Sieht hinten Ito. Und Son wäre hinten da gewesen. Schade.
Gute Gelegenheit. Stögers Flanke ist gar nicht schlecht und Ito kommt zum Kopfball und Giannottis im Tor. Hat ihn. Schade. Und die Chance und was ein Schuss zum 2:1. Olympiakos Piräus ist zurück im Spiel durch, ich weiß nicht wen, ich kenne die Spieler nicht. Karim. Er heißt nicht Karim, das ist nur sein Spitzname oder sein Vorname, glaube ich, der da hinten auf dem Namen drauf steht. Richtig schönes Tor, da kommen wir nicht mehr dazwischen. Boateng versucht es noch mit der Grätsche und auch Falk hat keine Chance, aber super Ballverarbeitung, muss ich sagen. No look, er guckt nicht mal mehr hin, ob der Ball reingeht oder nicht. Das ist ihm egal. Ansari fahrt. So, jetzt geht Ito und Brereton kommt. Und Son geht auf außen. Brereton. Läuft gut, kriegt den Ball auch zurück. Ben Brereton. Und da ist der Verteidiger Cissé dazwischen, glaube ich. Ja, er hat momentan noch nicht so viel Glück im Abschluss. Also eine gute Rettungsaktion, aber ich glaube, der wäre auch gar nicht reingegangen, tatsächlich. Der Goldby, der kann die ja ganz gut. Lasogga. Brereton nimmt ihn Volley und Lasogga steht richtig. 3:1, er trifft wieder als Joker Pierre-Michel Lasogga. Auch wenn der alles andere als schwierig war, reinzumachen. Aber es ist schon bemerkenswert, muss ich sagen. Vielleicht wird er doch nochmal in die Stammelf wandern, man weiß es noch nicht. Pierre-Michel Lasogga ist auf jeden Fall gerade recht torgefährlich, muss man sagen. Zweiter Treffer nach der zweiten Einwechslung in der Europa League. 3:1 für uns. Luis Holtby bringt die Flanke, da ist Brereton und den macht er rein. 4:1 durch unseren englischen Stürmer Ben Brereton, 78. Minute. Er macht den Deckel drauf. Schöner Kopfball, schöne Flanke auch von Holtby, der die Saison wieder ein Vorlagenmonster ist. Klar, ist auch viel durch seine Ecken, aber auch so. Köpft ihn so, dass der Torwart keine richtige Chance hat, außer wenn er den rechten Arm hochheben würde vielleicht. Aber er geht mit dem linken dran. Er hätte übergreifen müssen. Aber egal, Ben Brereton 4:1. Lasogga. Porat. Finn Porat. Muss ihn rüberlegen. Ich hätte früher rüberlegen müssen, wenn. Wäre vielleicht sogar abseits gewesen, ich weiß es nicht genau. Aber wir können das klären oder auch nicht. Ball kommt direkt zurück zu Fortunis. Fortunis und Falke kriegt doch immer mal wieder Szenen, wo er sich auszeichnen kann. Gut rausgeholt. Einfach ein starker Typ. Ecke Fortunis. Kommt gut. Alles gut. Einfach so tun, als wäre fast gar nichts passiert. Nein. Nee, du fällst den jetzt ab. Danke sehr. Nein. Ja, Sedera ist ja auch nicht mitgelaufen. Aber egal, das war's. Wir gewinnen mit 4:1 in Griechenland bei Olympiakos Piräus. Das sieht damit sehr, sehr gut aus. Wir haben jetzt ungefähr fast genauso viele Punkte wie letztes Jahr nach der ganzen Gruppenphase. Und das nach 3 Spielen. Und zwar 7 Punkte aus 9 möglichen Punkten. Ja, kann man mal so machen. Ob es irgendeine Europa League Karte gibt, weiß ich noch gar nicht. Ja, wenn, wäre mir auch nur Ito eingefallen, tatsächlich. Er hat 0 Tore und 2 Vorlagen. Aber nee. Nee, ich kann ja nicht für jede kleine Scheiße in Form geben. So, weiter geht's gegen Gladbach und ich mach mal eben die Aufstellung. So, gehen wir rein gegen Gladbach. Ich muss die Defensive relativ hart rotieren, ja, würde ich sagen. Vorne fehlt Son leider, der ist auch relativ angeschlagen gerade, was Ausdauer angeht. Und let's go gegen Gladbach. Wir sind zu Gast in Gladbach bei der Elf vom Niederrhein. Ja, es läuft momentan sehr, sehr gut, aber Gladbach war für uns noch nie so ein richtig gutes Pflaster, muss ich sagen. Obwohl, letzte Saison haben wir hier, glaube ich, gewonnen, oder? Oder nee, da hat Höxter ganz schön viel gehalten. Der von uns ausgeliehen ist, der Spieler, der Torwart. Der steht auch heute wieder im Tor und let's go. Mal gucken, was wir gegen die ausrichten können, gegen die Gladbacher. Der Player ist immer recht heftig, muss ich sagen. Und der Schuss und Falke ist das erste Mal da. Gladbach macht direkt mal Probleme mit Orta. Schöne Chance. Aber gut gehalten von dem guten Benjamin.
Stark von Ito. Und Wang in der Mitte, 1:0. Richtig starke Aktion von Tatsuya Ito, der Lang einfach mal stehen lässt und in der Mitte den so treffsicheren Wang sieht. Der hat jetzt die letzten paar Spiele nicht so getroffen, aber jetzt steht er wieder mal richtig, auch wenn der Großteil des Tores natürlich auf Tatsuya Ito geht. Ganz stark gemacht und Höchster hat dann keine Chance. Und Wang muss die natürlich reinmachen, also wenn der nicht reingegangen wäre, dann wäre ich auch ein bisschen sauer gewesen, muss ich sagen. 8. Treffer von ihm im 9. Saisonspiel. Und die Chance, und da ist der Ball im Netz. Gladbach gleicht aus. Durch wen? Ich weiß es nicht. Ist das Hofmann? Kann das sein? Starker Kopf vor ihm. Sieht nach Hofmann aus, ja. Ja, der steht natürlich auch sehr, sehr glücklich da. Am richtigen Ort. Und dann kann Falke den Einschlag nicht verhindern und Gladbach trifft. Ja, das ist ja mega lucky, muss man sagen. Aber gut, ist egal. Da macht man nichts. Jonas Hofmann mit dem nächsten Treffer. Ito, gut. Tatsuya Ito, Stöger! Richtig gutes Dribbling wieder mal von Ito, der einfach nur Weltklasse ist inzwischen. Also macht einfach Spaß, dem zuzugucken, den jungen Mann. Ecke Holtby. In der Mitte steht Narei und Höxter hält ihn. Boah, scheiße. Nochmal Stöger. Guter Pass auf Maulida. Maulida! Oh, dosiert ihn leider nicht ganz richtig. Torlinentechnik. Wo ist denn der Ball? War das so eng? Oh, heftig. Das war wirklich eng. Nein, der kommt an. What the fuck? Damit hatte ich nicht gerechnet. Hofmann gegen Falke. Falke ist da. Und da Costa kann klären. Riesentat von Benjamin Falke. Und jetzt ist Halbzeit. Daniel da Costa. Maulida. Stendera, Narei. Abseits, oder? Nee, kein Abseits. Von Kevin Stöger. Pfosten! Höxter, was macht der denn da? Was ist das denn für ein Tor, Leute? Ach du heilige Scheiße, sowas will ich doch nicht als Tor haben. Maulida mit seinem ersten Saisontreffer. What the fuck? Das ist wirklich einfach nur lächerlich. Höxter schenkt uns ein Tor. Ja, gutes Pressing, Maulida. Ganz stark. Ah, 2. Treffer sogar schon von ihm. Oh Gott. What the fuck, einfach nur. Weißt du, das kann ja mal passieren, dass er das nicht einschätzt, aber dass er da dann den Ball nicht aufnimmt, ist ja ein absoluter Witz. Du bist scheiße! Holtby. Löwen, guter Ball auf Meinar. Der ihn klasse mitnimmt und drüben Wang sieht. What the fuck, Meinar? Was ist mit diesem Spiel verkehrt? Das war nicht mal Wang, das war Adrian. Was ist mit diesem Spiel verkehrt, Leute? Erklärt es mir. Leute, guckt, wo ich hingezielt habe. Guckt es euch an. Du bist scheiße! Adrian will die heftigste Vorlage aller Zeiten bringen. Unglaublich. Ecke Holtby und in der Mitte steht Danny da Costa! 3:1, er macht den Deckel drauf. Ja, wenigstens ein normales Tor. Holtby mit der nächsten Vorarbeit. Also, was wir für Tore nach Ecken haben, das will ich gar nicht wissen. Das ist einiges, glaube ich. Steigt super hoch, keine Chance für Höxter. Und im ersten Einsatz, glaube ich, von ihm in dieser Saison oder zweiten oder dritten oder sowas, macht er seine Bude. Danny da Costa. Sehr stark. Fungiert heute als Innenverteidiger. Zusammen mit Amian. Und wer steht denn da noch? Yeah. Gut, den Ball wiedergeholt. Wang auf Maulida. Müsian Maulida! Schnürt der Doppelpack, 4:1, 79. Minute, ab in die Gästekurve oder auch nicht, schade. Ganz starker Abschluss von Maulida.
Gute Vorarbeit auch von Wang, der ihn einmal mal hochspielt, dann nimmt er ihn gut mit und verwertet ihn super. Ja, der Franzose ist gar nicht so scheiße, muss ich sagen. Der hat einiges drauf, der Gute. Und so haben wir das Spiel jetzt, würde ich mal sagen, entschieden. Jetzt pressen sie mal gut die Gladbacher und spielen das auch gut aus. Bis dato, Player vor Falke, macht ihn nicht rein. Und Falke war dran. Das ist krank. Das habe ich nicht gesehen. Hier. Was ein kranker Reflex. Heilige Scheiße. Ist das ein Fußballgott, dieser Mann. Ist das ein Fußballgott. Ecke, Alessandro Schöpf, Falke. Weinah und Höxtra klärt ihn richtig gut. Das könnte der beste zweite Torwart sein, den wir uns je hätten erträumen können, der Höxtra. Jetzt bei Gladbach macht er echt eine gute Figur. Und Falke kriegt den Ball nochmal, das war's. Wir gewinnen mit 4:1 in Gladbach. Und das, obwohl wir relativ stark rotiert haben. Der mit Abstand beste Saisonstart, den wir jeweils hatten, ist das. Informkarte definitiv für Müsian Maolida, der heute mal wieder unterstrichen hat, dass er auch da vorne mitspielen kann. Also, auch wieder sehr, sehr stark gewesen. Zwei Buden gemacht. Keins vorbereitet, aber muss ja auch nicht. Oh, Da Costa hat eins gemacht und eins vorgelegt. Vielleicht kriegt er auch noch eine. Mal gucken. So, gegen Wolfsburg mache ich jetzt mal die Aufstellung. So, gehen wir rein gegen den VfL Wolfsburg. Eine Reihe auf rechts. Eigentlich ist das die Standardaufstellung von der Reihe. Let's go. Gegen Wolfsburg. Schwieriger Gegner, die auch in der Champions League, glaube ich, dieses Jahr sogar sind. So, wir empfangen den VfL Wolfsburg. Mein absoluter Hassgegner. In der Bundesliga gefühlt. Beziehungsweise einer der Vereine, die ich auf jeden Fall am wenigsten leiden kann. Deswegen wollen wir das hier natürlich gewinnen. Aber die sind gar nicht so schlecht momentan, sind glaube ich letztes Jahr in die Champions League gekommen. Ich weiß nicht, ob sie die Quali geschafft haben, tatsächlich. Politano ist deren Stürmer, Son unserer. Ich bin gespannt auf die Aufstellung von Wolfsburg, muss ich sagen. Unser asiatisches Dreieck ist auf jeden Fall wieder aufgeboten. Die Trikots von Wolfsburg sehen schon nice aus, muss ich sagen. Da gehen auf jeden Fall Props an die Designer raus. Ah, die Musik ist schon geil, muss man sagen. Boah, wie groß er ist. Halleluja, wer bist du denn? Bist du Wichhorst? Er ist ja fast noch ein Kopf größer als Boateng gewesen. War das Wichhorst? Bestimmt. Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall richtig vor diesem heutigen Spiel. Hier unsere Aufstellung. Falke, Fischer, Boateng, Jung, Narei, Holt, Bistandera, Ito, Stöger, Wang und Son. Oh, das hat jetzt aber irgendwie länger gedauert als sonst. Normalerweise dauert das nicht so lange, habe ich das Gefühl. Und die Aufstellung vom VfL Wolfsburg. Hier nochmal Castells, Henrichs, Tisseron, Vallejo, Duarte, Partey, Mali, Kampel, Munir, Wichhorst, sage ich doch, und Politano. Auf der Bank noch Batshuayi, Correa, Felix Klaus, Mondi und so weiter und so fort. Munir einfach. So kann's reingehen. Let's go gegen den VfL Wolfsburg. Wir wollen natürlich dieses Pokalspiel für uns entscheiden. Ecke Holtby. Und in der Mitte steht Gideon Jung. Es ist ja unglaublich. Luis Holtby hat die Ecken perfektioniert momentan. Wir treffen fast jedes Spiel nach der Ecke. Und Holtby sammelt Vorlage um Vorlage. Diesmal ist es Gideon Jung, der einköpfen kann. Castells im Tor ohne Chance. Obwohl zwei bei ihm stehen. Oh, Alter. Der hat sich den Rücken gebrochen, der eine. Ist das Kampel? Ich weiß es nicht. Sah auf jeden Fall nicht so gut aus. Weiter geht's. 1:0 frühe Führung. Aber ist noch lang zu spielen und Wolfsburg hat einen ganz geilen Kader, muss ich sagen. Aber Ito holt den Ball zurück und leitet den Konter ein. Heung-min Son ist von den dreien auf jeden Fall nicht der schnellste. Wird gelegt und das gibt den Elfmeter, 15. Minute. Duarte legt ihn richtig, richtig hoch, muss ich sagen. Also
Da waren drei Spieler gefühlt in seiner Nähe. Da hätte er nicht grätschen müssen. Aber er hat sich dafür entschieden. Also richtige Abschlusschance hätte ich da nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Es gibt den Elfmeter, den Luis Holtby jetzt ausführen wird. Gegen Köln Castells. Luis Holtby. Macht ihn rein. 2:0. 15. Spielminute. Luis Holtby. Der Kapitän macht's. Sehr, sehr schön. Sicher verwandelt. Castells in der falschen Ecke und Wolfsburg ist jetzt ein bisschen am Verzweifeln hier gegen uns. Ich habe tatsächlich jetzt in FIFA 19 eine ganz gute Elfmeterquote, habe ich das Gefühl. Also, es war auf jeden Fall schon mal schlechter. Stendera. Ist Ito so schnell? Ito ist so schnell. Geisteskrank, oh, Alter, ey. Was eine Flanke und Heung-min Son macht das 3:0 in der 19. Minute. Wundervoll gemacht von Tatsuya Ito, der den Ball mit seiner Geschwindigkeit noch holt. Die Flanke direkt bringt, dann sieht Castells nicht gut aus. Son im Gegensatz sieht sehr gut aus und macht das 3:0. Es sind noch nicht mal 20 Minuten gespielt. Son, Holtby und Jung sind die Torschützen. Holtby auf den laufenden Stöger. Legt durch für Wang, Hechan Wang und die erste Riesenparade von Köln Castells. Da wäre fast das 4:0 gewesen, ein Riesenangriff. Aber auch stark mit dem Fuß rausgeholt. Ito. Heung-min Son! 4:0, 37. Minute. Er packt den Fernschuss aus. Wolfsburg zerfällt in seine Einzelteile. Dem darfst du keinen Raum geben, dem Mann. Nicht mal ein bisschen, der macht den direkt rein. Ist das stark, Alter. Son schnürt den Doppelpack. Und den Elfmeter hat er auch noch rausgeholt. Wang. Auf Heung-min Son. 5:0. Hattrick vor der Pause. Durch den Südkoreaner. 47. Minute. Was ist denn mit Wolfsburg los? Also nicht, dass ich ein Problem damit habe, aber es wundert mich. Es ist einfach einfach. Weil einfach 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 ist. Call of Placement möchte ich mir eben hier betonen. Nein, natürlich nicht. Ganz stark gemacht von Son, der Castells tunnelt und seinen Hattrick markiert. Das innerhalb von 26 Minuten. Heung-min Son! Ja, da haben die Knie von Castells schon wieder geschlottert. Batshuayi und Klaus kommen für Weghorst und Politano. Son auf Ito. Ito. Hinten ist Holtby. Der ihn riskant nimmt, aber leider wird da nicht viel draus. Und Wolfsburg mit der ersten Chance im gesamten Spiel. Oh, gut gespielt. Und Falke mit der Fußparade. Wie kein zweiter. Alter, ist der krank. Sorry, ich sag's immer wieder, aber es ist einfach so. Batshuayi, eigentlich ein abschlussstarker Stürmer. Und er hält ihn einfach mit dem Fuß. Unfassbar. Unfassbar gut. Gut gemacht, Falke. Das war's. Wir gewinnen mit 5:0 gegen den VfL Wolfsburg. Es gibt definitiv eine Informkarte für ihn hier, für Heung-min Son. Überragender Mann. In der zweiten Halbzeit leider ein bisschen abgetaucht. Aber in der zweiten Halbzeit ging eh nicht mehr viel nach vorne. Von daher nicht schlimm. Wolfsburg fliegt wirklich absolut verdient raus. Ganz, ganz schwache Partie von denen. Und er nimmt den Ball mit nach Hause. Heung-min Son.
dreifach getroffen vor der Pause und den Elfmeter auch noch rausgeholt. Also viel besser geht's gar nicht. Oh, Nationaltrainerangebot von Uruguay. Kommt da noch viel? Ich glaube, ich nehme es an. Uruguay ist nicht schlecht. Ich will bei der WM dabei sein. Haben die überhaupt Trikots? Natürlich nicht, aber egal. Bentancur und Torreira sind so welche, die ganz geil sind eigentlich. Ja, sind die denn bei der WM dabei überhaupt? Das würde mich interessieren. Egal, gegen Bayern spiele ich jetzt auf jeden Fall noch und ja, ich mache die Aufstellung wie immer. So gehen wir rein gegen Bayern. Bleibt alles wie gehabt, let's go. Ja, der Rekordmeister ruft zum, wer hätte das gedacht, diese Saison wirklich absoluten Topspiel. Erster gegen Zweiter, Bayern gegen den HSV. Wer hätte das gedacht, dass das mal Erster gegen Zweiter wird? Ja, Choreografie über Lothar Matthäus. Ich weiß nicht, ob das so oft passieren würde in echt. Aber gut, die HSV-Fans sind natürlich zahlreich angereist. Wir haben ja schon gute Phasen gehabt hier in München. Hier die Aufstellung nicht, sondern die Tabelle. Ein Punkt ist Bayern vor uns. Wir haben klar die bessere Tordifferenz. Haben 13 Tore mehr. Ein Sieg würde uns natürlich auf Rang 1 bringen. Was ich aber glaube ich gar nicht will schon. Das wäre glaube ich noch ein bisschen früh. Aber mal gucken, was wir hinkriegen gegen den FC Bayern München. Let's go, würde ich sagen. Koulibaly ist auch ein Bocken. Let's go. Erster Angriff, gucke. Boateng und die Riesenchance und das 1:0 Bayern geht mit dem ersten Angriff direkt in Führung durch Ilkay Gündoğan. Eisekalt. Weil Boateng nur halbherzig klärt und Fischer dann den Ball nicht unter Kontrolle kriegt. Und da kann Falke auch mal nichts machen, Gündoğan. Macht ihn rein. 1:0, erster Treffer von den Türken. Von den Deutsch-Türken. Egal, weiter geht's. Noch alle Zeit der Welt. Gut den Ball geholt von Kilian Jung. Und er leitet den Konter ein. Tatsuya Ito. Hat viel mehr Geschwindigkeit als so ein komischer Carvajal. Ito mit der Flanke. Hinten ist Naray. 1:1. Khaled Naray. Die, die von Anfang an schon dabei sind. Ito und Naray. Bringen uns zurück ins Spiel hier. Sehr schön gemacht. Und es freut mich, dass Naray auch trifft. Denn wie gesagt, er ist der, der am wenigsten gut wirkt diese Saison. Ito macht das stark, bringt die Flanke gut und den muss er natürlich auch reinmachen. Alles andere wäre ganz schön peinlich gewesen. Aber er ist auch schlecht platziert, muss ich sagen. Also Neuer hätte ihn an guten Tagen schon noch rausholen können eigentlich. Aber egal. Khaled Naray zum 1:1 in der 12. Minute. Leon Bailey. Gut gemacht. Was ein Abschluss, Leon Bailey. 2:1 für den FC Bayern. Durch den Jamaikaner. Ist einfach überragend gemacht. Da hat Falke nicht den Hauch einer Chance. Bayern spielt aber auch gut. Das ist wirklich schwierig zu verteidigen, muss ich sagen. Das gucken wir uns nicht an. Bailey schon mit seinem 6. Treffer. Der scheint ganz schön stark zu sein. Holtby. Ito. Stöger. Son. Und Wang! 2:2. Hezan Wang. Und da hatte ich auch selber nicht mitgerechnet, dass der reingeht. Direkter Gegenzug. Und der Koreaner macht ihn rein. Da sieht Neuer tatsächlich nicht gut aus. Denn, weiß nicht, der Winkel ist ganz schön spitz. Und eigentlich hat Neuer das Ganze zugestellt. Aber er geht trotzdem irgendwie rein. Und Neuer ist nicht mehr dran. Aber ist auch ein starker Abschluss, muss man sagen. Ja, da guckt er ein bisschen verdutzt rein, der Manuel Neuer. 9. Treffer von Hechan Wang. 2:2. Ito setzt sich super durch. Dazu hier Ito. Und in der Mitte ist Hechan Wang. 3:2. 30. Minute. Doppelpack durch Wang. Riesenvorarbeit von Tatsuya Ito, der da richtig Willen beweist, den irgendwie zu Wang zu bringen. Richtig starkes Dribbling auch von Wang. Ito. Mann, ich komme durcheinander. Und dann köpft er ihn
zu wagen, der komplett blank steht, den sie alle vergessen haben. Und Neuer hechtet vergebens. 10. Treffer von Hee-chan Wang. 3:2 in der 30. Minute. Jung. Oh, scheiße. Und die Schusschance und Falke holt ihn raus. Riesengelegenheit durch Koke. Der auch ein starkes Spiel macht, muss ich sagen. Starke Macht von Fischer. Das ist kein Foul. Gibt den Freistoß für Lewandowski. Oder Alaba. Können sie beide ganz gut. Lewandowski tritt ihn und der ist drinne. 3:3, 45. Minute. Was ist denn hier in München los? Zur Pause steht es 3:3. Aber es ist auch ein Riesenfreistoß von Lewandowski. Aber in echt kann er das ja auch ganz gut. Von daher unrealistisch ist es nicht. Boah, Alter, mach keinen Scheiß jetzt. Schlägt super ein. Robert Lewandowski. Bayern kämpft schon erbittert mit, muss ich sagen. Jetzt wird erstmal Halbzeit sein. Leon Bailey. Guter Pass. Und da ist das 4:3 für Bayern. Jetzt hatten sie eine richtig lange Ballbesitzphase, wo ich sie nicht stören konnte so richtig. Und Koke macht das 4:3 in der 57. Minute. Auf Vorarbeit von dem richtig starken Leon Bailey. Da kommen wir dann nicht zwischen. Falke sieht auch nicht so super aus. Aber ist auch ein ganz schön strammer Schuss. Oh, seine Hose ist zerrissen. Gut gemacht, leider. Koke mit seinem dritten Treffer. Ich glaube auch Doppelpack heute, oder? Nee. Wang, Ito. Ito verpasst den Zeitpunkt, sieht aber dann doch noch Porat. 4:4 durch Finn Porat. Das hätte ich ja überhaupt nicht geglaubt, dass der mal trifft. Hier in München. Ich dachte schon, ich habe den Zeitpunkt verpasst, mit Ito zu spielen. Habe ich eigentlich auch. Und dann macht Porat ihn rein. Neuer. Ah, sieht nicht so gut aus. Und Finn Porat mit dem 4:4. Was ist denn hier los? Zukowski, der ist ein bisschen weit, aber Ito könnte noch bekommen. Wenn ihn einer bekommt, dann Ito. Ja, Ito bekommt ihn auch noch. Zieht nach innen. Tatsuya Ito und Wang in der Mitte. 5:4. 73. Spielminute. Hee-chan Wang. Das ist einfach stark. Von Tatsuya Ito, der mit Tempo reinzieht. Alaba kann ihn nicht so richtig stören, weil er auch nicht hinterherkommt. Und wenn er ihn richtig stört, kann er einen Elfmeter verursachen. Und dann sieht er in der Mitte den komplett blank stehenden Hee-chan Wang. 5:4. Hattrick von Wang. Zieht oben wieder Ito. Der heute Spaß am Fußballspielen hat. Tatsuya Ito. Tatsuya Ito! Boah, das wäre es gewesen jetzt. Wer ist Messi, frage ich mich da manchmal. Großartig. Gnabry kommt jetzt auch noch. Maulida macht richtig starke offensive Defensivarbeit. Und holt den Ball. Maulida. In der Mitte ist Wang und den will er scheinbar nicht reinmachen. Hätte aber eigentlich gemusst. Ist aber schwach gemacht von ihm, muss ich sagen. Das war wirklich wack. Stößt ab. Und das war's. Wir gewinnen mit 5:4 in München. Am Ende konnte der FC Bayern dieses Tempo, was wir vorgelegt haben, offensiv nicht mehr mitgehen. Wang mit 3 Treffern. Ito mit 4 Vorlagen. Beide mit einem Inform. Unglaubliche Leistung von Bayern. Und somit sind wir Tabellenführer. Und das muss ich mal eben betonen, hoch verdient. Denn wir spielen momentan einfach klasse Fußball, so ist das einfach. Wie gesagt, nicht mal der FC Bayern konnte dieses Tempo hier mitgehen. Auf die ganzen 90 Minuten. Die haben wirklich am Ende viele, viele Fehler gemacht. Ja,
Und so gewinnt man zum dritten Mal in München. Ah ne, letztes Mal war es ein Unentschieden. Dann zum zweiten Mal in München wenigstens. Hechan Wang, überragender Mann. Aber wie gesagt, Ito ebenso. Mit 4 Vorlagen. Einfach nur klasse. Sonnen war heute gar nicht so gut, aber ist ja auch egal. Wegschicken hier. So, Dänemark wurde sich gewünscht von jemandem. Haben wir ja tatsächlich schon mal gemacht, aber können wir gerne wieder machen. Let's go, ab nach Dänemark. Wie viel Geld haben wir eigentlich noch? 3,9 Millionen. Wir müssen aber keine Verträge mehr verlängern. Von daher können wir ja rausballern. Deutschland noch einer. Und der letzte, wo machen wir den letzten? In Holland. Ah, das hatten wir schon. Belgien ist irgendwie Standard. Machen wir mal Österreich, komm. Die Österreicher. So sieht es jetzt in der Bundesliga aus. Wir sind tatsächlich Tabellenführer mit 25 Punkten, 36 Toren und 11 Gegentoren. Nur durch das Bayern-Spiel sind wir jetzt nicht mehr die beste Abwehr der Liga. Sonst hätten wir die beste Abwehr und die beste Offensive der Liga. In 10 Spielen 36 Tore. Das spricht Bände. 3,6 Tore pro Spiel. Da kann man sich schon mal selber auf die Schulter klopfen, würde ich mal sagen. So. Die meisten Tore hat immer noch Wang mit 12 und 6 Vorlagen dazu. Ito mit 11 Vorlagen und 6 Toren. Holtby auch mit 11 Vorlagen. Der Großteil davon waren Ecken. Egal, gut, das war's mit diesem Part. Falke hat die 88 erreicht, sehe ich gerade. Und ja, haut rein, bis denne.